Volk ist souverän! Friede! Freiheit! Volk ist souverän! Mitstreiter auf den Platz gekommen sind. Danke. Noch schnell aktiv werden musste, weil es nicht so ganz sauber geklappt hat. Ich hoffe, Sie verzeihen das, aber jetzt seid ihr alle wieder gesund angekommen und der Verkehr kann wieder in Ruhe fließen. Wir wollen ja auch, dass alle Mitmenschen da durch uns sich nicht gestört fühlen. Also herzlichen Dank und einen großen Applaus bitte für unsere Kollegen von der Polizei. Danke. Darf ich euch den Josef Ender ankündigen. Ich freue mich sehr, hat er sich die Zeit genommen. Ich höre ihm sehr gerne zu und er trifft das Herz aller Selbstständigen, aller kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich bin selbst seit 30 Jahren selbstständige Unternehmerin. Ich weiß, wie hart die Zeiten sind, wenn nicht alles so läuft, wie man das sonst gewohnt ist. Und es ist wirklich wichtig, dass wir hier wieder ein Stück weit in eine andere Aktivität kommen. Und ich begrüße ganz herzlich mit mir, mit einem kräftigen Applaus, den Josef. Ja, viele von euch sind wahrscheinlich, wenn ich, vor etwa 2 Jahren das erste Mal in ihrem Leben an einer Demo. Und wir sind eingestanden für eine freie Schweiz, für Selbstbestimmung, für unsere Verfassung. Und wir sind dann wahrscheinlich die meisten ein bisschen überrascht gewesen, dass unser Kampf für die Freiheit von den Medien derart diffamiert worden ist. Aber wir wissen, Die sich einsetzen, haben das Herz am rechten Fleck. Mhm. Es freut mich unsinnig, dass heute wieder alle, die da sind, zeigen, dass wir immer noch und weiterhin für die Freiheit und gegen die Zwangsmassnahmen einstehen. Die Aufarbeitung der Corona-Massnahmen ist dringend nötig, dass in Zukunft nicht wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Ich habe zwar nicht so grosse Hoffnung,
dass das jetzt gerade passiert. Ich glaube, zu viele Verantwortliche sind jetzt noch an der Macht und haben einfach viel zu verlieren. Mhm. Aber die Forderung muss ganz klar bleiben, es braucht eine unabhängige Untersuchung von der Corona-Massnahmen. Jawohl. Die Wirksamkeit der Massnahmen müsste schon laut Epidemiegesetz nachgewiesen werden, aber das ist bis heute nie passiert. Ein kleines Muster noch, das der Wahnsinn dokumentiert, aber das die meisten Leute nicht wissen. Zum Beispiel, als der Bundesrat alle Massnahmen aufgehoben hat, haben wir etwa 40'000 Fälle pro Tag gehabt. Wo der Bundesrat im Frühling 20 den Lockdown beschlossen hat, sind es gerade 1'000 Fälle gewesen. Ja. Bei 40 Mal mehr hat man die Massnahmen auf. Und laut BAG ist etwa 97% der Bevölkerung inzwischen immun gegen Covid-19. Also Zwangsmassnahmen sind auf keinen Fall mehr gerechtfertigt. Ja. Noch etwas zum dritten Referendum gegen das Covid-19-Gesetz. Wenn ihr vielleicht schon gehört habt, der Vorstand vom Aktionsbündnis Urkanton wird momentan nicht aktiv das Referendum ergreifen. Zuerst wird man erst abwarten, ob es überhaupt verlängert wird und wenn, was dann überhaupt noch übernommen wird. Und wir werden dann noch einmal beurteilen, ob wir das Referendum aktiv unterstützen. Aber es ist sicher gut, dass die Freunde der Verfassung jetzt da schon Druck aufsetzen. Vielleicht überlegt sich ja doch der eine oder andere Parlamentarier, ob er wieder für Diskriminierung und für noch mehr Spaltung der Bevölkerung stimmen. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass auch wenn das Referendum ergriffen wird, da haben wir immer noch das Epidemiegesetz und auch laut Epidemiegesetz können eigentlich jederzeit wieder Massnahmen ergriffen werden. Das kann das Referendum nicht verhindern. Ja. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Medien nicht nur bei Corona unkritisch berichten und dass Politiker irgendetwas entscheiden, ohne dass sie wirklich wissen, ob es nützt oder schadet. Ein Beispiel dafür habe ich ganz zufällig im Buch vom Astronaut und vom Physiker Dr. Ulrich Walter gefunden. Er hat genau ausgerechnet, wie viel das Dieselfahrverbot in der Stadt bringt. Zuerst hat er vergessen bemängelt, dass vom Feinstaub nur der sogenannte PM10 gemessen wird. Das sind 10 Mikrometer grosser Feinstaub. Und viel schädlicher ist eigentlich laut ihm der PM2,5, der viel kleiner ist und wirklich in die Lunge und den Körper eindringt und für Schlaganfälle und Herzinfarkt verantwortlich ist. Der wird aber kaum gemessen. Und die Politiker brüsten sich damit, machen etwas und diskutieren über das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Und der Ulrich Walter hat ausgerechnet, dass das Verbot von Dieselfahrzeugen ist dort, gerade einmal 2% weniger Feinstaub bringen wird. Ähnlich ist bei Corona. Politiker machen einfach etwas und behaupten, es nütze. Ja, in den letzten Jahren sind immer mehr Entscheidungen noch abgeschoben worden zum Kanton, zum Bund. Und es ist Zeit, dass die Entscheidungen wieder regional und lokal gefällt werden. Von Menschen, die man kennt, von Menschen, die wirklich Verantwortung übernehmen und von Menschen, die denen in die Augen schauen müssen, was es betrifft. All vom Kanton Schweiz können am 25. September ein Zeichen setzen und mit dem Jürgen Rückmar jemanden in den Regierungsrat wählen, der aus dieser Bewegung kommt. Jawohl. Viele sagen alle, ja, was kann ich denn machen? Ich allein kann ja nichts bewirken. Aber ich bin überzeugt, dass wir ganz viel können bewegen können, wenn wir das regional stärken und so die Abhängigkeit vom Staat und von grossen Konzernen reduzieren. Es braucht nicht immer Widerstand. Mit dem eigenen Konsumverhalten kann jeder etwas machen. Kaufe lokal und regional ein, zahle mit Bargeld, unterstütze das lokale Gewerbe. Sie schaffen nämlich hier wieder Arbeitsplätze und bilden hier Lehrlinge aus. Kaufe beim lokalen Bauern, dann wird das Gemüse auch nicht um die halbe Welt transportiert.
Und kauft halt dann etwas in einem regionalen Geschäft, das vielleicht 20, 30 Franken mehr kostet wieder im Online-Shop. Ja, man sieht bei vielen Themen, dass die Massenmedien immer wieder gleichgeschaltet berichten. Darum bleibe ich kritisch, hinterfragt und denkt selber. Wählt euch für eure Recht, steht ein für eure Überzeugung und steht weiterhin ein für eine freie Schweiz. Danke vielmals. Danke, Herr Präsident.